Bei der Commerzbank war die Ausgangslage dramatisch. So beschreibt es die Journalistin Gudrun Giese in ihrem Beitrag für die Novemberausgabe unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Der Vorstand der Bank wollte einmal mehr notwendige Kostensenkungen vor allem durch Beschäftigtenabbau realisieren. Zur Diskussion standen 10.000 Stellen. Darüber hinaus sollten fast alle Arbeitsplätze aufgrund geänderter Anforderungen neu besetzt werden. Betriebsräte, Belegschaft und Gewerkschaft waren alarmiert. Doch die Schockstarre hielt zum Glück nur kurz an. In einer konzertierten Aktion konnte die betriebliche Interessenvertretung eine Kaskade von Maßnahmen aufsetzen, um diese gewaltige Restrukturierung im Sinne der Beschäftigten mitzugestalten. Wie und was der Betriebsrat genau auf die Beine gestellt hat, könnt ihr in dieser aktuellen Folge von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit, hören. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Christoph Herrmann. Wir berichten heute ein weiteres Mal über ein Projekt aus dem Kreise der Nominierten für den Deutschen Betriebsrätepreis 2023. Meine Kollegin Eva-Maria Stoppkotte, sie ist die verantwortliche Redakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, hat dazu den Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzenden der Commerzbank zu Gast. Liebe Eva-Maria, du bist am Drücker. Die Ausgangslage war dramatisch. Der Vorstand der Commerzbank wollte einmal mehr notwendige Kostensenkungen, vor allem durch Beschäftigtenabbau, realisieren. Es ging um 10.000 Stellen, die bis Ende 2024 wegfallen sollten. Wie es dem Gesamtbetriebsrat gelang, den sozialverträglich zu gestalten, erfahre ich heute von Uwe Tschäge. Er ist Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzender der Commerzbank AG. Uwe, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Uwe, Personalabbau ist leider ein Dauerthema bei der Commerzbank. Wo herrschte denn besonderer Druck bei euch im Kessel? Ja, die Commerzbank ist ja als Universalbank ziemlich groß und der Abbau von 10.000 Stellen, der zog sich eigentlich durch alle Bereiche der Bank. Aber ein Bereich, der war besonders stark betroffen, das war das Privatkundengeschäft. Dort wurden 3.555 Stellen, um genau zu sein, abgebaut. Und natürlich arbeiten Menschen in Teilzeit, also betroffen waren noch mehr Menschen als diese 3.500 Stellen. Und das heißt, das Privatkundengeschäft wurde geradezu halbiert. Und das wiederum zog dann nach sich, dass die gesamte Bank und der gesamte Bereich Privatkundengeschäft, aber auch andere angehängte Bereiche auch nochmal neu aufgestellt worden sind. Denn wenn man die Hälfte des Geschäftes reduziert an Geschäftsstellen und Mitarbeitern, hat das Auswirkungen auf alle möglichen Abteilungen. Und so musste eigentlich die ganze Bank umorganisiert werden. Die Zahl der Filialen wurde auf 450 halbiert, die Betreuung verschiedener Kundengruppen komplett neu aufgestellt und neue digitale Beratungscenter wurden gegründet, die hatten wir vorher gar nicht. Und wir hatten also nicht nur Personal abzubauen, also die 10.000, sondern auch alle, die bleiben durften, haben völlig neue Stelleninhalte gekriegt und auch zum Teil andere Arbeitsorte, sodass wir auch größere Entfernungen überwinden mussten. Also das war schon echt eine Hausnummer. Okay, und das ist ja Betriebsänderung letztendlich, ne? Das ist wirklich eine harte Betriebsänderung. Wie seid ihr dann konkret vorgegangen? Ja, erstmal waren wir natürlich erschrocken und haben selbst uns Orientierung gesucht und haben uns dann als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, wir sind im Aufsichtsrat ausschließlich Arbeitnehmervertreter aus dem Gesamtbetriebsrat auch und eben Verdi-Gewerkschaftsvertreter, das ist also eine sehr geschlossene Bank. Ja, und wir haben uns erstmal zusammengesetzt, uns gegenseitig ja getröstet, Mut gemacht, Ideen entwickelt, was man denn jetzt da tun könnte. Und dann haben wir in Abstimmung mit dem Verdi-Betreuer einen Plan entworfen und uns weitere Unterstützer gesucht. Es entstand dann ein mehrstufiger Plan. Das erste war, dass wir strategische Gespräche zwischen der Bank und den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat geführt haben. Die waren mehrere Monate lang, wo wir also versucht haben, auf die Strategie selbst Einfluss zu nehmen. Und das ist uns auch gut gelungen. Wir haben viele geschäftliche Dinge verändert. Im Firmenkundengeschäft haben wir Dinge verändert. Oder ein sehr großes Beispiel, was wir verändern konnten, war zum Beispiel, dass die Bank nur bundesweit 2 digitale Beratungscenter gründen wollte, also an 2 Orten. Okay. Und wir haben 12 durchgesetzt. Das ist schon ein großer Erfolg gewesen, damit da Leute auch Beschäftigung finden vor Ort.
Und das haben wir also in diesen aufsichtsrätlichen Gesprächen, Strategiegesprächen so mit dem Arbeitgeber beraten. Und man hat ja da keine zwingende Durchsetzungsmöglichkeit, aber man kann natürlich schon mal durchblicken lassen, was passiert, wenn man sich nicht einigt und wie man sich hinter das Betriebsrat mit dem Thema abgibt. Und das hat halt für Druck auf der Arbeitgeberseite gesorgt. Und dann haben wir Verhandlungsteam gebildet, der bestand aus dem Gesamtbetriebsausschuss, ergänzt um ein paar andere noch aus dem Gesamtbetriebsrat, zum Beispiel Wirtschaftsausschuss haben wir beteiligt. Wir haben Verdi-Betreuer hinzugezogen, wir haben einen Anwalt beauftragt, eine Anwaltskanzlei, die uns immer vertritt in solchen Sachen. Und wir haben sogar eine Investmentbank gefunden, die uns auf der Arbeitnehmerseite berät, was die inhaltlichen Dinge einer solchen riesigen strategischen Umstellung angeht. Und das war eigentlich ein sehr erfolgreiches, großes Team, was an verschiedenen Stellen tätig werden konnte, um dann letztendlich die Verhandlungen durchzuziehen. Und ihr habt ja dann auch nochmal bei den Beschäftigten nachher eine Präferenzabfrage gemacht. Das war ja sowieso also Teil des Schlüssels auch, weswegen ihr so erfolgreich gewesen seid, dass halt diese Stellen alle sozialverträglich abgebaut werden konnten und Leute nochmal gut in andere Arbeitsplätze vermittelt werden konnten. Was kann ich mir unter so einer Präferenzabfrage konkret vorstellen? Ja, die Präferenzabfrage ist eine Erfindung unsererseits, also von der Arbeitnehmerbank. Und wir haben uns gesagt, wenn denn hier umorganisiert wird und so viele Menschen den Arbeitsplatz verlieren, dann kann es ja nicht sein, dass der Arbeitgeber nach irgendwelchen Kriterien da die Leute hin und her schubst oder gar rausschubst aus dem Unternehmen. Sondern wir haben gesagt, es ist doch eigentlich für beide Seiten, auch für den Arbeitgeber, viel effektiver, wenn man die Menschen mal fragt, hör mal, die neue Bank sieht so und so aus, die Arbeitsplätze sehen so aus und die Arbeitsorte verändern sich so und so. Und wenn dann jeder Mitarbeiter die Gelegenheit hat zu sagen, ich könnte für mich persönlich könnte ich mir vorstellen, das mit einem Sozialplaninstrument begleiten, ich könnte die Bank verlassen, ich könnte einen anderen Job machen, ich könnte an einen anderen Ort gehen und ähnliches. Und so haben wir also einen sehr umfangreichen Bogen, der auch elektronisch dann entworfen worden ist von der Bank, haben wir einen sehr umfangreichen Bogen für jeden einzelnen Mitarbeiter, wirklich jeden, ist keiner durchgegangen, entworfen. Jeder hat den gekriegt und jeder hat den ausgefüllt. Und konnte dann in so Aufklappmenüs die neuen Stellen anklicken, an denen er Interesse hat, konnte auch angeben, ob er einen Vorruhestand machen könnte oder eine Abfindung sich vorstellen könnte oder ähnliches. Und wir haben das Ganze dann noch zum Schluss ergänzt durch ein Freifeld. Da haben wir immer ein bisschen spaßig gesagt, da kann man reinschreiben, was man will. Als Beispiel kann man reinschreiben, ich mache alles für Geld, Hauptsache in Köln. Und dann wäre dann klar, dass man offen ist für Veränderungen. Okay. Und das ist jetzt erstmal eine Wunschabgabe, diese Präferenzabfrage. Aber wir haben das natürlich verbunden mit einer Kündigungsschutzkaskade im Interessenausgleich, dass eben der Arbeitgeber viele Maßnahmen erstmal prüfen musste, bevor er überhaupt eine Kündigung hätte aussprechen können. Er hat keine einzige aussprechen können, sondern musste durch zwingende Gespräche mit uns. Und am Ende des Ganzen haben wir dann nach den Präferenzabfragen, wo wir wirklich für jeden Kollegen in der Bundesrepublik die Gespräche geführt haben, nicht einzelne Versetzungen nach § 99 Betriebsverfassungsgesetz gemacht, sondern haben eine sogenannte Wanderungsbilanz für jeden Betrieb gemacht. Also für den Betrieb Düsseldorf, für den Betrieb Köln, für den Betrieb Hamburg. Jeder Betrieb hatte eine eigene Wanderungsbilanz. Und die Gesamtversetzungen, die wurden dann vom Betriebsrat genehmigt, indem wir gesagt haben, so auch der letzte Fall ist geklärt. Jetzt unterschreiben wir das, das ersetzt die Zustimmung nach § 99 und damit waren dann alle Versetzungen durchzuführen. Diesen Punkt musste der Arbeitgeber erstmal erreichen und das hat sehr viel Druck auf das Thema gegeben. Okay, also er konnte tatsächlich nicht mehr so eine Nasengeschichte machen und gucken, ey, den setze ich da rein, sondern er war wirklich in so einem kontrollierten Verfahren drin, in dieser Kaskade, wie du es beschreibst, dass er die abarbeiten musste. Ihr seid ja sehr beteiligungsorientiert auch vorgegangen. Wie ist es denn gelungen? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich bin bei euch in einer Filiale hier in Köln und kriege dann irgendwie gesagt, willst du denn Köln verlassen oder so? Wie ist es gelungen, die Belegschaft mitzunehmen und für Akzeptanz und Unterstützung zu sorgen diesbezüglich? Also auf jeden Fall haben wir die Belegschaft von Anfang an mitgenommen. Ich muss dazu sagen, wir sind in den Gremien Land auf, Land ab sehr stabil vertreten. Wir sind auch alle Verdi organisiert und ich kann eigentlich sagen, wir haben einen ziemlich guten Ruf, glaube ich, bei der Belegschaft. Das sieht man auch in Betriebsratswahlen. Und dafür hat man dann schon mal eine große Glaubwürdigkeit, wenn man der Belegschaft Dinge auch zumuten muss. Wir haben von Anfang an kein Blatt vom Mund genommen. Wir haben klar über die Absichten des Arbeitgebers berichtet, wie er die Bank umstrukturieren will, über die Probleme, die sich damit aufgeben. Wir haben das am Anfang auch über gewerkschaftliche Infos getan. Man kann natürlich über gewerkschaftliche Infos manchmal ein bisschen
bisschen freier schreiben als der zum Betriebsfrieden verpflichtete Betriebsrat. Und das haben wir so doppelt gespielt, also einmal gewerkschaftliche Infos, einmal betriebsrätliche Infos. Und wir haben natürlich überall Betriebsversammlungen gemacht. Damals war auch Corona-Zeit, also wir haben dann virtuelle Betriebsversammlungen gemacht, quasi ins Radio gesprochen, kann man sagen, mit extrem hoher Beteiligung. Also haben sich alle für interessiert und die Frequenz, dass wir Versammlungen gemacht haben, war auch höher als sonst. Ja, und so haben wir eigentlich während des ganzen Verfahrens immer die Menschen gut in der Information gehalten und über die einzelnen Schritte informiert, wo wir da gerade stehen. Und auch das macht natürlich in Verhandlungen schon Druck auf den Arbeitgeber, wenn er weiß, die ganze Belegschaft interessiert sich dafür und schaltet sich auch in die Audiokonferenzen da ein oder nimmt eine Betriebsversammlung teil. Also das macht schon sehr viel aus für einen, der verhandelt. Was sind denn jetzt die zentralen Ergebnisse eurer Verhandlungen gewesen? Kannst du da so 3, 4 nennen? Ja, kann ich gerne machen. Also das fing natürlich an, das habe ich eben schon mal erwähnt, dass wir die Strategie selbst verändert haben. Hier in dem Beispiel, was ich eben gesagt habe, statt 2 Standorte für Beratungscenter eben 12 durchgesetzt. Und in der Struktur sind es doch auch geschäftlich ein paar Veränderungen, die wir zum Beispiel im Firmenkundengeschäft und so erstmal auf der aufsichtsrätlichen Ebene hingekriegt haben. Dann später in der Verhandlungsebene als Betriebsrat haben wir natürlich erreicht, dass wir einen guten Interessenausgleich und Sozialplan erreichen konnten. Das ist zum einen die Kündigungsschutzkaskade, also die ganzen Bedingungen, die der Arbeitgeber erstmal versuchen muss mit den Mitarbeitern, bevor er überhaupt eine Kündigung aussprechen könnte. Und das ist eine ziemlich lange Liste. Und wir haben den Sozialplan auch ausgebaut. Wir haben neben den Abfindungen, die man so rechnen kann, haben wir noch Sprinterprämien, also für Schnellentschlossene haben wir noch ausgehandelt. Dann haben wir den Furostand reaktiviert. Der war lange Jahre, dümpelte er so vor sich hin, weil konditionell nicht interessant. Da gab es andere Programme. Wir haben den Furostand ausgebaut auf 6,5 Jahre maximal. Das ist ja schon eine lange Zeit. Und haben nochmal obendrauf Geld gezahlt, dass man nochmal so eine Einmalprämie kriegt, wenn man das abschließen möchte. Und das war konditionell für viele Kolleginnen und Kollegen sehr interessant. Ja, das sind so die Hauptdinge und letztendlich, was ich eben schon am Anfang des Gesprächs hier beschrieben habe, war natürlich wichtig, dass das zusammenspielt. Also einmal die Kündigungsschutzkaskade, die Präferenzabfrage und am Ende auch diese Wanderungsbilanz, dass wir eben also nicht ein zerstückeltes Verfahren von Einzelzustimmungen gemacht haben, sondern nur gesagt haben, wenn das Gesamtthema gelöst ist mit Mann und Maus, ja, dann unterschreiben wir das und sagen, die Versetzungen können durchgeführt werden. Und das sind so die zentralen Dinge, die in unseren Verträgen da festgeschrieben worden sind. Das ist unser Erfolg, ja. Okay, super. Jetzt machen wir mal einen Blick in die Zukunft. Wohin wird denn die Reise jetzt gehen? Ja, ich hoffe, dass die Zeiten ruhiger werden. Es ist eigentlich vieles, was im Moment da den Anschein so hat. Und wenn man der Tagespresse so folgt, kann man auch über die Commerzbank lesen, wie die Strategie jetzt gerade bekannt gegeben wird. Also wir sind so gut wie fertig mit der Umsetzung. Also alles, was personelle Konsequenzen, neue Stellen und sowas, das haben wir alles gemacht, haben wir alles hingekriegt. Da fehlt, noch ein winziger Rest, aber der ist ja kaum noch erzählenswert. Was noch gemacht werden muss, ist halt, dass einige Workflows sich noch einschwingen müssen und dass ein paar digitale Verbesserungen noch programmiert werden und auch bezahlt werden müssen. Das ist ja alles ziemlich aufwendig im Bankwesen. Und dann soll, so habe ich das verstanden, die nächsten Jahre die Bank eher stabilisiert werden, dass die Kunden vernünftig betreut werden, dass man auf Wachstum bauen kann, dass die Kunden bei uns bleiben, aber auch neue zu uns kommen. Und das ist nicht nur das Privatkundengeschäft, ist natürlich auch ganz wesentlich für die Commerzbank, der Mittelstand. Das ist ja im Firmenkundengeschäft unser ganz großes Standbein, wo eben auch gut mit Geld verdient werden kann. Und diese Dinge, die sollen eher ausgebaut werden, wobei in den nächsten 3 Jahren und wahrscheinlich auch in den Folgejahren auf der anderen Seite natürlich immer sehr stark von der Arbeitgeberseite auf die Kostenseite auch geguckt wird, weil wir hatten ein Kostenproblem, wir wollen nicht nochmal ein Kostenproblem haben. Das ist dem Vorstand sehr wichtig und dann weiß man als Betriebsrat schon, wo sich das beißt. Ja, also natürlich müssen wir Lohnforderungen stellen und durchsetzen, siehe Inflation. Und natürlich werden auch andere Preise wie Mieten und digitale Themen, die werden auch mehr Geld kosten. Also das wird ein schwieriges Thema werden, die Kosten da stabil zu halten. Jetzt, Uwe, zum Abschluss 3 Tipps für andere Gremien, die sich auch jetzt mit Stellenabbau konfrontiert sehen. Was würdest du denen empfehlen? Ja, also auf jeden Fall, wenn man so etwas als Nachricht erstmal bekommt, wie da eine Umstrukturierung dieser Größenordnung stattfindet und dass das ganze Unternehmen um den Kopf gestellt wird, auf jeden Fall nicht kopflos werden, sondern sich
beruhigen und miteinander verabreden und sich gegenseitig stützen und trösten. Also es tut unheimlich gut, wenn man solche Dinge nicht alleine mit sich ausmachen muss, sondern möglichst stabil in der Truppe das miteinander besprechen kann und sich auch von außen Unterstützung holt. Also wichtig ist eine gute Anwaltskanzlei, die sich da in der Branche gut auskennt, mit der man vielleicht auch schon zusammengearbeitet hat, die auch einen starken Auftritt hat. Wichtig ist eine enge gewerkschaftliche Anbindung. Also ohne gewerkschaftliche Anbindung ist das Ganze nur halb so viel wert, wenn man es durchsetzen will. Also sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, und ich kann auch empfehlen, dass man sich ungewöhnlichen Sachverstand von außen holt. Bei uns war das die Investmentbank und Unternehmensberatung, die wir da geholt haben. Also eigentlich nicht üblich für Betriebsräte. Aber solche Wege kann man ruhig auch mal denken. Also da muss jeder bei seinem eigenen Thema vielleicht mal nachdenken, ob ihm da was Spezielles einfällt. Aber so eigentlich mal von außen ganz andere Stimmen zu hören, die einen da stützen. Die müssen natürlich in die gleiche Richtung wollen, wie man selber auch, das ist klar. Aber das ist schon erfrischend, wenn man mal neue Gedanken reinkriegt und nicht alles in selbst nur machen muss. Ja, und der dritte Tipp, den ich natürlich geben kann, ist aber auch eher eine Binsenweisheit für Betriebsräte, weil das muss jeder Betriebsrat drauf haben, ist immer wieder die Belegschaft einbeziehen. Mhm. Von Anfang an ehrlich spielen, die brutale Wahrheit sagen, ja, auch die Alternative sagen, wenn man es nicht erreicht, was man verhandeln möchte, was das bedeutet, damit die Leute nicht erschrocken sind, sondern damit die Leute wissen, dass sie den Hintern hochkriegen. Mhm. Ja, wenn man mit dem Fähnchen draußen steht oder mal irgendwie eine Unmutsregung von der Belegschaft braucht, dann müssen die auch die Zähne auseinanderkriegen. Betriebsrat, der alleine kämpft, ist da sonst ziemlich verloren. Super, das sagt Uwe Tschäge. Ganz herzlichen Dank an dich für die Tipps und für das tolle Interview. Vielen Dank. Ein Abbau von geplant 10.000 Stellen konnte ohne Kündigung umgesetzt werden, weil sich alle Rädchen verzahnt haben. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann werft doch mal einen Blick in die November-Ausgabe unserer Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb. Hier berichten wir regelmäßig über den Deutschen Betriebsrätepreis. Aber darüber hinaus liefert die AIB, wie sie von vielen nur kurz genannt wird, jeden Monat das Wichtigste für die betriebliche Mitbestimmung. Von den Basics zum schnellen Einstieg bis zum Expertenwissen. Sie benennt eure Rechte und Pflichten, zeigt Handlungsmöglichkeiten und Chancen für die tägliche Arbeit im Betriebsrat. In den Shownotes, kennt ihr ja schon, findet ihr den Link auf unsere Website und die Möglichkeit zum kostenfreien Test. Ein Versuch ist es wert. Damit sind wir am Schluss dieser Podcast-Folge. Hört beim nächsten Mal hoffentlich wieder rein und empfehlt uns sehr gerne weiter. Tschüss und alles Gute.